wäre, was Sie sagen, dass Sie es wünschen, glaube ich Ihnen, dann hätte die Bundesregierung Folgendes tun müssen. Einen Gesetzentwurf einbringen über die nächste Etappe der Steuerreform und in diesem Gesetzentwurf zwei Abschnitte. Erster Abschnitt Erhöhung der Mehrwertsteuer, zweiter Abschnitt Senkung gewisser anderer Steuern, ETS Lohnsteuer, ETS Vermögensteuer, ETS Gewerbesteuer. So wenig wie nach Schumpeter ein Hund in der Lage ist, einen Wurstvorrat anzulegen, so wenig ist Ihre Regierung in der Lage, etwa fiskalische Überschüsse angesichts der Verhältnisse in Ihren Fraktionen dann nicht für alle möglichen Zwecke zu verwenden. Zweitens für das, was Herr Schmidt zu mir gesagt hat, wenn Sie die Vorschläge Stoltenberg ausgabenmäßig beziffern, greifen Sie wesentlich zu hoch. Aber das gehört zum Wahlkampf, das sind wir gewohnt. Nur eines. Wo würden Sie sie denn beziffern? Nur eines, zwischen 4 und 6 Milliarden. Die Experten des Finanzministers haben gerechnet über 9, Herr Schmidt. Aber nachdem ich vom Finanzministerium im April letzten Jahres gehört habe, eine Mehrwertsteuererhöhung kommt auf keinen Fall in Betracht, das seien fantastische Spekulationen der Opposition. Ja, wer soll das gesagt haben? Bitte? Wer soll das gesagt haben? Die Pressestelle des Bundesfinanzministeriums im Auftrag des Ministers. Am 17.05. hier, wenn ich meine Akten durchsehe. 17.05.24. Sie verwechseln wahrscheinlich die Jahreszahlen. Am 17.04. sogar Sie selber haben es gesagt. Ich habe hier das Zitat aus Ihrer Regierungserklärung. Sogar Sie selber haben es gesagt. Die Bundesregierung hat nicht die Absicht, die Mehrwertsteuer zu erhöhen. Ich wollte zu den Vorschlägen Stolten. Dann lesen wir den Satz weiter. Steht wörtlich. Erlesen den nächsten Satz doch dazu. Herr Kohl, Sie fälschen doch Zitate. Lesen Sie den nächsten Satz dazu. Nein, es geht noch nicht. Wenn Sie ein Zitat vorlesen, bitte den nächsten Satz. Es gibt noch Leute, die vor Ihnen nicht stehen und jawohl sagen. Ich habe ihn im Gedächtnis, natürlich. Ich habe jetzt zunächst einmal den Eindruck, dass der Kollege Strauß das war. Nein, Sie drücken sich das vollständige Zitat. Ich komme nachher noch dazu. Ich dann sagen, ich wollte nur meine wenigen Sätze wegen der Vorschläge Stoltenbergs zu Ende sagen. Die Vorschläge Stoltenbergs sind vernünftig und Sie haben am allerwenigsten das Recht, sich darüber aufzuregen, Herr Schmidt. Denn Ihre Regierung hat, ich meine, dass wenn ich Herrn Brandt mit einbeziehe, der war im ersten Akt beteiligt und Sie waren im zweiten Akt beteiligt. Ihre Regierung hat im Jahr 73 die Investitionen in der Wirtschaft mit einer 11-prozentigen Strafsteuer belegt. Eine unsinnige Maßnahme, weil sie die Stabilitätspolitik einseitig auf diese Richtung damals gedrängt hat. Ihre Regierung hat dann im Dezember 1974 eine Investitionshilfe von vielen Milliarden gewährt, nämlich 7,5% steuerfrei. Und der Löwenanteil dieser Investitionshilfe ist der Großwirtschaft, dem immer sonst so geschmähten großen Kapital zugute gekommen, das ohnehin das Geld gehabt hätte zu investieren, während die Kleinen die 92,5% nicht aufgebracht haben. Sie können hier vom Vertrauen reden, was Sie wollen, wenn Sie mal unter das Volk gehen sollten, statt nur im Kreise Ihrer politischen Freunde zu verkehren. Da würden Sie merken, was dort im Kreise der von Ihnen zitierten mittelständischen Unternehmer wirklich heute gesagt wird. Es ist ja grotesk, wie weit Sie sich von der Wirklichkeit entfernt haben. Sie den Eindruck, also, die SPD sei gegen Vermögensbildung für Arbeitnehmer? Ja, aber nicht gegen dieses Modell. Es ist nicht für dieses Modell. Da müssen Sie nur die SPD-Parteitagsbeschlüsse lesen. Und der zweite Punkt. Welches Modell sind Sie denn? Ich habe ja eben gerade gesagt, für den Investivlohn. Das hat der Herr Genscher. Da gibt es ja 180 Modelle. Aber lieber Kollege Schmidt, Sie wissen ganz genau, für welches Modell ich bin. Nein, ich weiß es nicht und möchte Sie bitten, es unseren Zuschauern zu sagen. Dann müssen Sie es bitte nachlesen. Sie sind hier nicht der Schulmeister der Nation. Nein, aber Sie müssen konkret sprechen. Im Augenblick habe ich das Wort, Sie können nachher dazu sprechen. Aber ein Zwischenruf wird ja wohl noch erlaubt sein. Sie meinen aber keinen Zwischenruf, sondern Zwischenreden. Herr Kollege Genscher, Sie wollen den Zwischenruf nicht erlauben. Ich würde wirklich sagen, dies ist nicht ein Beispiel, das wir geben sollten. Ich kenne schon das Zweite. Nein, weil Sie das Beispiel nicht geben möchten. Das ist der Grund. Sie wissen nicht, von welchem Beispiel Sie reden, Herr Kohl. Herr Kollege, der Gesetzentwurf über Investivlohn liegt doch seit Jahren. Also Herr Hübner, ich will jetzt noch mal eine Feststellung zur Prozedur machen. Herr Bundeskanzler, Sie haben in diesem Wahlkampf einen Stil und eine Würdelosigkeit gegenüber dem Amt zutage treten lassen, dass ich Sie wirklich bitten möchte, hier heute Abend sein zu lassen. Oder wir setzen uns über das alles auseinander, was Sie zum Stil deutscher Politik der letzten Wochen gemacht haben. Hier will ich eine faire Diskussion miteinander. Und dazu gehört, dass Sie die Redner ausreden lassen. Im Augenblick beschäftige ich mich mit einer Äußerung des Kollegen Genscher in aller Kollegialität. Darf Sie bitten, ohne an die gemeinsame Vereinbarte und zugestimmte. Nur, Herr Kollege Genscher. Ich möchte noch mal auf die Mittelstandspolitik zurückkommen, Herr Strauß. Der Mittelstand, der gewerbliche, sogar der freiberufliche Mittelstand hat ja von der Investitionszulage Gebrauch gemacht, in erheblichem Maße. Es ist unrichtig, wenn Sie sagen, Sie seien nur für die große Industrie. Ich sage, der Löwenanteil, Sie seien nur für die Unwahrheit am Tisch.
Also ich bin durchaus für Unterbrechung zu haben. Dann muss mir allerdings auch gestattet werden, andere Herren zu unterbrechen. Ich habe nicht gesagt, nur der Großwirtschaft. Ich habe wörtlich gesagt, der Löwenanteil. Der Bund hat die Gesetze verabschiedet. Welche denn? Meinen Sie Polizeigesetze oder Schulgesetze? Ich kann doch nicht bestreiten, dass zum Beispiel, ich nenne jetzt Ross und Reiter auch, dass zum Beispiel die Wahnsinnspläne sozialistischer Bildungspolitiker mit 50% der Schüler Abiturienten. Der Bund hat hier überhaupt kein Gesetz. Wenn ich das sagen darf, Herr Schmidt, dann lieber Herr Strauß, es gibt überhaupt kein Bundesgesetz auf dem Felde. Sie sind doch ganz weit weg von der Wahrheit. Wir wollen doch nicht scheinheilig da um die Sache herumreden. Sie sind weit weg von der Wahrheit. Abermals, Herr Strauß, es gibt kein Bundesgesetz über Schulpläne. Schulpolitik ist Landespolitik, weswegen ich auch gerne bei Herrn Kohl die Frage anbringen möchte, wo war eigentlich die Schulklasse, die wir in den Fernsehwerbesendungen der CDU gesehen haben, wo vorne an der Wandtafel das kommunistische Wappen von Hammer und Sichel angebracht war. Ich habe nirgendwo in Deutschland die Auskunft bekommen können. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, Herr Kohl, dass Sie diese Schulklasse simuliert haben in einem Ihrer Fernsehstudios. Man konnte auch sorgfältig, war es ja so gemacht, dass die Kinder alle nur im Hinterkopf zu sehen waren. Man konnte kein Kind identifizieren. Ich habe die so ein bisschen im Verdacht, dass das ihre eigenen Kinder waren, die für Kaffee und Kuchen da mal im Fernsehstudio als Schüler aufgetreten sind. Wenn Sie uns das mal sagen könnten, in welcher Ihrer Schulen oder in welcher anderen Schule unter kommunistischen Emblemen unterrichtet wird, da würde mich das sehr interessieren. Ich habe da zwar dann nicht das Recht, und Herr Genscher auch nicht, Gesetze einzubringen, deswegen im Bundestag, aber was die Wahrhaftigkeit der schulpolitischen Auseinandersetzung angeht, würden Sie uns einen Dienst leisten. Ja, die Art, wie Sie diesen letzten Vorgang geschildert haben, das ist die Art, Herr Bundeskanzler, wie Sie diesen Wahlkampf bestritten haben. Sie haben anstelle von Argumenten, Verdächtigungen, Behauptungen eingesetzt. Und so wollen Sie sich auch jetzt hier als der stellvertretende Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands von Ihrer Verantwortung für Ihre Partei, für das Desaster und die Einschränkung der Freiheit, einen wichtigen Teil des deutschen Bildungsbetriebs, drücken. Was anderes kann gar keine Rede sein. Denn darüber kann es ja gar keinen Zweifel geben, dass Sie sich nicht hierher setzen können. Sie sitzen hier in der Runde der Parteivorsitzenden, in Vertretung Ihres Parteivorsitzenden, das ist ein Brand. Na, Verzeihung, und dass Sie jetzt nicht, darf ich da eine Bemerkung machen? Doch, das muss jetzt schon wohl sein. Ja, aber ich muss eine Bemerkung machen. Zu der Sendung haben wir eingeladen, ARD und ZDF. Ja. Und wir haben nicht die Parteivorsitzenden eingeladen, sondern die Spitzenkandidaten. Der Herr Kollege Schmidt sitzt hier. Die Runde ist eingeladen worden, als die... Der CSU in Bayern? Verehrter Abel, die Runde ist eingeladen worden, als die Runde der Parteivorsitzenden. Und wir haben darüber gesprochen... Wir haben darüber gesprochen, dass es ganz selbstverständlich ist, dass Herr Schmidt daran teilnimmt. Bloß kann er jetzt nicht so tun, als hätte er mit der Sozialdemokratischen Partei nichts zu tun. Und wenn Sie also ein konkretes Beispiel haben wollen, warum in einem Schulsaal Hammer und Sichel zu sehen ist, weil eben in diesem Lande durch die Politik Ihrer Partei an bestimmten deutschen Universitäten, ich sage Ihnen gleich an welchen, und in bestimmten Bundesländern es eben möglich ist, dass Kommunisten in die Schule kommen. Das beispielsweise wie in Rheinland-Pfalz, der von Ihnen eben apostrophierte Kultusminister Vogel, eine aktive Kommunistin, die Lehrerin ist, abgelehnt hat für den Schuldienst. Dass dann die Dame vor Gericht ging, sie hat verloren, dann fährt sie mit der Straßenbahn über den Rhein von Mainz nach Wiesbaden und kann dort Schule halten. Das ist ein Stück von Hammer und Sichel in der Tat in deutschen Schulen. Und das an einer ganzen Reihe von deutschen Universitäten. Und diese Frage haben Sie mir nie beantwortet. An über 40 deutschen Hochschulen, ihre politischen Freunde, die jungen Sozialisten und die Kommunisten, eine Volksfront gebildet haben. Und Sie haben mich vorhin gefragt, ich kam da nicht zu Wort, wo wurde konkret Freiheit eingeschränkt? Sie wurde eingeschränkt in Berlin, an der Berliner Universität, wo von Freiheit, von Lehre und Forschung keine Rede sein kann. Sie wurde eingeschränkt in Bremen, wo eine marxistisch-kommunistische, sozialistische Kaderschmiede errichtet wurde, genannt Bremische Universität. Das weiß jeder in der Bundesrepublik. Sie wurde eingeschränkt in Marburg, um eine dritte Universität eines dritten Bundeslandes zu nennen. Ich könnte noch viele Beispiele nehmen. Sie und Ihre Freunde haben es ermöglicht, dass Kommunisten auf Lehrstühle berufen wurden, mit Pädagogiken, wo Pädagogen ausgebildet werden, um damit automatisch auch junge Leute und Kinder von Pädagogen, die Kommunisten sind, später verführt werden. Da führt gar kein Weg vorbei. Das ist ein Stück Einschränkung von Freiheit. Und dazu haben Sie zu stehen. Und da können Sie nicht sagen, das ist eine Sache der Länder.
Das ist also die Antwort auf die Frage Hamann Sichel in der Fernsehwerbung. Zweiter Punkt. Herr Kollege Schmidt, was soll's? Wenn Sie mit dem Schicksal von vielen hunderttausend jungen Leuten, die in den nächsten Jahren im Zusammenhang mit dem Numerus Clausus ihre Probleme haben, und wir alle haben unsere Probleme, solche Behauptungen aufstellen, die einfach unwahr sind, von Anfang bis zu Ende unwahr sind, dass Vogel und Biedenkopf gegen Abschaffung des Numerus Clausus waren. Wir alle, die Deutsche Rektorenkonferenz, die von diesen Dingen mehr versteht, wie wir alle hier am Tisch, haben klar und deutlich gesagt, dass wir den Numerus Clausus abbauen wollen. Aber der Numerus Clausus ist nicht abzubauen durch ein einfaches Verdikt hier am Tisch, wo Sie sagen, er ist abgeschafft, sondern da muss man dafür arbeiten und etwas tun. Und das ist ein ganzes Bündel von Notwendigkeiten. Und die erste Notwendigkeit ist, dass Sie selbst Abschied nehmen von Ihren bildungspolitischen Träumereien. Sie, Ihre Regierung, genauer gesagt die Regierung Ihres Vorgängers noch, hat damals jene Sache in die Welt gesetzt, dass 50% eines Geburtsjahrgangs zum Abitur geführt werden soll und anschließend zu einer universitätsähnlichen Ausbildung, ohne Frage danach, ob für diese Ausgebildeten Arbeitsplätze da sind, ob das ihrem Lebensglück, ihrer Begabung nachdient. Es ist die sozialistische Überlegung, dass nur das, was in einem Dokument ist und ein Zertifikat hat oder Stempel hat, eben Glück verheißt. Sie haben dort diese, Ihre Parteifreunde und Sie haben doch diese Meinung aufgebracht, dass das Allerwichtigste ist, akademisches Studium und die Verakademisierung der Berufswelt, die geht doch auf Ihre Vorstellung. Und dass wir so viele Probleme jetzt haben und dass man nicht mehr nüchtern darüber reden kann, das hängt doch mit einer sozialistischen Indoktrination der deutschen Schule zusammen. Von den Rahmenrichtlinien angefangen bis hin zu den Beispielen der Schulbücher. Das ist alles ein Stück Einschränkung der Freiheit. Und Millionen Eltern wissen das. Und sie sind genauso mitverantwortlich in dieser Sache wie jeder führende Repräsentant ihrer Partei. Da kommen sie nicht raus aus dieser Verantwortung. Nun zu dem anderen Thema. Sie haben sich hier als Anwalt der beruflichen Bildung erhoben. Ich frage Sie, Herr Kollege Schmidt, was haben Sie eigentlich zur Amtszeit des Herrn von Donani gesagt im Kabinett, als der einen abenteuerlichen Plan nach dem anderen vorgelegt hat, um immer mehr Verstaatlichung in das berufsbildende Wesen hineinzutragen, um das duale System möglichst aufzulösen und vieles andere mehr. Dass viele Zehntausende, wahrscheinlich Hunderttausende, deutsche Handwerker, Handwerksmeister, Ausbildungsmeister in den Betrieben so verunsichert wurden, das hängt doch damit zusammen, dass sie ganz pauschal in diesen letzten 3-4 Jahren die berufliche Ausbildung diffamiert haben, dass man sie herabgesetzt hat. Und dann kam die Reaktion in diesem Bereich. Und jetzt preisen Sie ein Gesetz, das von den allen Betroffenen, und es muss Ihnen doch einleuchten, dass die Handwerker und dass der Mittelstand hier so aufgeschrien hat, dass sie offensichtlich doch gar keine Basis haben. Jetzt wollen Sie mit einer Regelung kommen, die wiederum mehr Staat bringt. Über die Verfassungsmäßigkeit will ich mich in diesem Zusammenhang gar nicht auslassen. Aber sagen Sie mal, warum Sie vor 3 Jahren dafür waren und heute... Aber doch nicht für diese Regelung, die Sie getroffen haben. Vor 3 Jahren hatten wir hier noch, Sie haben ja noch von Kurt-Georg Kiesinger ein geordnetes Staatswesen übernommen. Wofür 1969. Waren Sie vor 3 Jahren, Herr Kohl? Und Sie haben dann in diesen Jahren doch so gewirtschaftet, dass wir das Problem überhaupt bekommen haben. Zur Amtszeit Ihrer Vorgänger gab es eben Jugendarbeitslosigkeit und Mangel an Arbeitsplätzen und Ausbildungsplätzen nicht. Ich will also noch einmal sagen, Erlauben Sie haben, eine Frage? Nein, ich will jetzt meinen Text sagen. Ich bin in der Redezeit weit hinter Ihnen und habe Ihnen geduldig zugehört, obwohl es manchmal schwer gefallen ist. Ich kann nur sagen, Sie wollen doch jetzt mit einem anderen Etikett wiederum die Belastbarkeit der Wirtschaft attesten. Sie bestrafen mit diesem Ihrem Modell Unternehmungen, die bereits qualifiziert ausbilden. Und das ist wiederum eine Frage des Vertrauens. Wenn Sie auf einem Gebiet total das Vertrauen der Bürger verloren haben, dann haben Sie das Vertrauen jener Bürger durch Ihre sozialistischen Experimente verloren, die für Ausbildung zuständig waren und ihren eigenen Einsatz geleistet haben. Die Ausbilder in der Bundesrepublik hätten unsere Dankbarkeit verdient und nicht eine pauschale Diffamierung, wie sie in Ihrer Regierungszeit eingeführt wurde. Dass die Sache jetzt sich etwas günstiger darstellt und dass insgesamt ein Umdenkungsprozess bei Ihnen eingetreten ist, das hängt eben damit zusammen, dass der Wahltag näher gekommen ist und weil Sie Angst haben vor dieser Wählerentscheidung. Aber in diesen Problemen kommen Sie nicht aus. Die Frage
der Zerstörung von Lehre und Freiheit an wichtigen deutschen Universitäten. Voraussetzung für jeden Abbau von Numerus Clausus. Sie sagten ganz zu Recht, die Universitäten müssen besser ausgelastet werden. Einverstanden. Dann schaffen Sie doch jene Mini-Räte-Republiken ab, wo Hunderte von Professoren und Lehrpersonen mit nichts anderem beschäftigt sind, als mit Abstimmungen und Komitees und Gremien, die völlig nutzlos sind, die nicht mehr Demokratie gebracht haben, sondern mehr Bürokratie. Und Sie sind doch gerne für wirtschaftliche Zahlen. Dann schauen Sie einmal nach, was ein Universitätsplatz in Bremen kostet und was ein Trier kostet. Sie apostrophieren doch gern rheinland-pfälzische Zahlen. Schauen Sie nach, was ein Ausbildungsplatz in Berlin kostet und was einen in Freiburg kostet. In Berlin kostet das das Dreifache. Wieso eigentlich? Die Frage muss man doch stellen. Und überall dort trägt die Sozialdemokratische Partei die Verantwortung. Allerdings in Berlin, das muss deutlich hinzugesagt werden, und auch für Hessen in Marburg mit einer starken Assistenz der FDP. Erlauben Sie eine Frage, Herr Kohl. Bitte, Herr Bundeskanzler Schmidt, eine Frage. Ich möchte gern wissen, Sie haben im Jahre 73, nicht zu früher Zeit, sondern heute vor 3 Jahren, in Ihrem Landtag eine Erklärung abgegeben zugunsten eines neuen Finanzierungssystems, damit neue Ausbildungsplätze geschaffen werden. Sie haben gleichwohl in diesem Jahr unser Gesetz abgelehnt, das Ihre Forderung verwirklichte. Welcher Grund hat vorgelegen für die Änderung Ihrer Meinung? Und zweitens, was die Schulen angeht, würde ich gerne mal sagen, Sie sind hier an diesem Tisch der Einzige, der Verantwortung für Schulen trägt. Herr Strauß ist Bundestagsabgeordneter. Herr Genscher und ich sind auch Bundestagsabgeordnete und sind Bundesminister. Wir tragen keine Verantwortung für Schulen. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Schulen in Rheinland-Pfalz oder anderswo der Kritik bedürfen, dann hören wir uns das an. Nun müssen Sie nicht die Vorstellung erwecken, als ob ein Bundeskanzler dies zu ändern hätte. Dieses ist Sache der Landtage und der Landesregierung. Sie sind Angehörige einer Landesregierung, die als letzter noch einklassige Dorfschulen eingeweiht hat, Herr Ministerpräsident Kohl. Sie waren das letzte Land, in dem die neu gebaut wurden. Und wenn Sie über Universitäten reden, dann wäre es ganz gut, wenn Sie Ihre eigenen Erlebnisse an der Universität Freiburg mal schildern würden, wo wir ja in den Zeitungen Aufregendes gehört haben über das, was Ihnen dort widerfahren sei. Die ist ja nun im Lande Ihres Kollegen Filbinger und nicht in Bremen oder Berlin oder was Sie hier alles genannt haben. Dazu kann ich also 3 kurze Bemerkungen. Erstens, der Ministerpräsident Helmut Kohl hat die einklassigen Dorfschulen Rheinland-Pfalz, die dort seit vielen, vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten waren, abgeschafft. Das wissen Sie so gut wie ich. Was soll's also, dass Sie mir dieses Thema vorhalten? Sie haben doch die letzten noch in den 60er Jahrzehnten eingeweiht, Herr Kohl. Dies ist doch einfach nicht wahr. Sie wissen das doch ganz genau. Warum wiederholen Sie fortdauernd und zwar offen ins Gesicht eine Unwahrheit, die jeder Bürger in Rheinland-Pfalz ganz genau kennt? Zweitens, ich will noch einmal klar und deutlich feststellen, Sie können sich aus Ihrer Verantwortung für die sozialistische Tendenz im deutschen Bildungswesen nicht herauswinden, indem Sie sagen, ich bin Bundeskanzler. Sie sind genauso stellvertretender Vorsitzender der SPD. Und Sie sind ja hier am Tisch der Vertreter der Sozialdemokratischen Partei. Und Ihre Freunde haben von Teilen der FDP unterstützt, nicht von der FDP als Ganzes, von Teilen der FDP unterstützt, in den letzten Jahren den Ritt in die sozialistische Indoktrination unserer Schulen gemacht. Und die Beispiele habe ich Ihnen klar und deutlich genannt. Zum 4. Mal. Was meinen Sie eigentlich damit, mit Indoktrination? Ja, nun, dass doch keine Freiheit von Lehre und Forschung mehr in Marburg herrscht. Dass doch keine Freiheit von Lehre und Forschung in Bremen herrscht, wenn dort in den Gesellschaftswissenschaften die Grundvoraussetzung Marxismus ist. Wenn Professoren bedroht werden, Sie wissen doch die Verhältnisse genauso gut wie ich. Ich brauche es Ihnen doch überhaupt nicht zu sagen. Und jetzt zurück zu dem Thema Regierungserklärung. Sie hätten dann nicht nur diese Regierungserklärung zitieren sollen, sondern auch eine spätere. Ich stehe dazu, dass wir in der Frage der beruflichen Bildung in einer Zeit, in der wir das Problem der Jugendarbeitslosigkeit gelöst haben, und nicht junge Leute noch auf der Straße stehen haben, sondern mit Ruhe eine gesetzliche Novellierung vornehmen können. Eine Novellierung machen mit einer Beteiligung breiter Kreise. Aber, das habe ich immer gesagt, das ist überhaupt nichts Neues. Aber jetzt ist doch ganz konkret die Lage, dass junge Leute auf der Straße stehen. Und Sie haben doch vorher mit Ihrer Politik die Ausbildungsbetriebe bis zu den Ausbildern hin eingeschüchtert.
Was wir jetzt brauchen, natürlich, ich Ausbilder eingestellt. Mit Ihrer Politik in dieser Bundesregierung, das lässt sich doch nicht leugnen. Herr von Donani, die Namen der Bildungsminister kennt man ja gar nicht mehr. Das waren doch alles Kollegen von Ihnen, Sie waren dabei und Sie haben doch diese Politik ja auch mit unterstützt. Sie waren doch Mitglied dieser Bundesregierung. Sie können doch nicht immer sagen, wenn es Ihnen unangenehm wird, das geht mich nichts an, da war ich nicht dabei. Sie sind einer der Hauptverantwortlichen. Schulpolitik machen Sie in den Ländern. Es geht jetzt um die berufliche Bildung. Und im Bereich der beruflichen Bildung waren Sie es, die SPD. Waren Sie es, die SPD, die damals diese Indoktrination hineingebracht hat. Und die Folgen haben wir jetzt. Und was wir jetzt brauchen, und deswegen heißt mein Programm Sofortprogramm, ist eine sehr rasche Wiedergewinnung der Vertrauensbasis mit den Handwerksmeistern, mit den Ausbildern in der Wirtschaft, mit der Wirtschaft, in den entsprechenden beruflichen, schulischen Einrichtungen. Und das heißt, dass wir das nur können, wenn wir ganz schnell handeln wollen. Nicht über ein Gesetz, das eine neue Mammutbürokratie fördert, wie Sie es wollen, sondern über entsprechende steuerliche Anreize, dass möglichst rasch junge Leute von der Straße wegkommen. Dies ist ja keine Erfindung nur von uns. Der verehrte Kollege Friedrichs von der FDP hat ja zu diesem Thema durchaus das Gleiche gesagt. Herr Strauß, Sie müssen bitte zur Kenntnis nehmen, ich habe niemals solche Ausdrücke verwandt, wie Sie sie hier zitiert haben. Ich habe auch nicht die Absicht, von Ihrer Partei als von der Zurückschießpartei zu reden oder von der Kriegspartei. Sondern ich habe überall gesagt, ich bin überzeugt, dass weder Herr Kohl noch Herr Strauß einen Krieg in Kauf nehmen würden. Aber, ja, hören Sie nur, es kam ein Aber hinterher. Aber Herr Kohl ist zu schwach, habe ich gesagt, in seiner Partei Leuten das Maul zu stopfen, wie etwa dem Landesminister Hasselmann aus Hannover, CDU, der auf die Frage, Sie können es im Schwarzwälder Boten nachlesen, ob er für das Zurückschießen sei, klar mit Ja geantwortet hat. Oder einem Mann wie dem Abgeordneten der CSU, Wittmann, der zunächst ähnlich gesprochen hatte, dann durch Herrn eine Pressemitteilung, das ein bisschen korrigiert hat, dabei hat dann ein Interview gegeben im Express in Köln. Dort hat er davon gesprochen, der Grenzschutz müsse wieder zurückschießen. Dazu kann man nur sagen, dass er offenbar einen Zustand ändern will, der seit vielen Jahrzehnten nicht geändert worden ist. Das letzte Mal, dass deutsche Grenzschutzbeamte geschossen haben, war 1965. Damals haben sie in die Luft geschossen. Die Grenzschutzbeamten haben natürlich die Anweisung, Nothilfe zu leisten, wenn nicht anders, wenn die Gegebenheit da ist, auch mit der Waffe, Nothilfe zu leisten für Menschen, die sich auf dem Territorium der DDR befinden. Derselbe Herr Wittmann hat im selben Interview gesprochen von der Notwendigkeit, die Grenzsoldaten der DDR wie Terroristen zu bekämpfen. Herr Kohl selber hat nach Herrn Dregger in Fulda sprechend den Ausdruck gebraucht, man müsse den Kommunisten der DDR die Zähne zeigen. Mir ist unklar, was alle diese vier Äußerungen, ich könnte weitere zitieren, im Gesamtergebnis bedeuten sollen. Ich halte es für schlimm, dass hier dauernd von Feuerschutz und Schießen die Rede ist, nachdem doch in Wirklichkeit, Herr Ministerpräsident Kohl, der Schießbefehl genau wie die Mauer existieren seit den Zeiten, wo Ihre Partei hier in Deutschland die Bundeskanzler gestellt hat. Eben hat einer von Ihnen beanstandet, wir hätten über den Schießbefehl mit denen da drüben nicht ernsthaft geredet. Dies ist unwahr. Ich habe dies getan, sowohl mit dem Chef der SED als auch mit dem Chef der sowjetischen KP. Ich werde das auch in Zukunft tun. Tatsache ist, dass zur Zeit des Mauerbaus 1961 am 13. August der damalige Bundeskanzler Adenauer und sein Verteidigungsminister war Herr Strauß. Er blieb es nicht lange, weil er aus dem Amt geschickt wurde. Der damalige Bundeskanzler Strauß nicht nach Berlin gegangen ist, obwohl in Berlin eine sehr... Adenauer. Nein, ich will die beiden nicht miteinander verwechseln, obwohl man sie beide eher miteinander verwechseln könnte. Dafür sind Sie nicht zum Verwechseln. Schönen Dank. Der Bundeskanzler Adenauer ist nicht nach Berlin gegangen. Unglaublich. Er hat sich in Regensburg über die uneheliche Geburt des regierenden Bürgermeisters lustig beides gemacht. Beides ist falsch, Herr Schmidt. Zu einem Zeitpunkt, als auf Brand allein die Last lag, am 13. und 14. und 15. August in Berlin, die Zuversicht und
die Gewissheit, dass die Freiheit der Westberliner nicht angetastet werden würde, diese Zuversicht und diese Gewissheit in den Köpfen der Berliner am Leben zu halten. Und ein Vierteljahr später ist er dann gefragt worden, was man denn tun könne gegen die Mauer, hat er gesagt, in Washington war das, man müsse mit der Sowjetunion darüber verhandeln. Nur das ist eben nie geschehen. Die Regierung Adenauer und auch die Regierung Erhard, die Regierung Kiesinger haben mit der Sowjetunion über die Mauern, über den Schießbefehl nicht verhandelt. Ich habe Ihnen hier eine Bildzeitung mitgebracht aus dem Zeitraum des Mauerbaus. Der Westen tut nichts, steht da. Präsident Kennedy schweigt. Macmillan geht auf die Yacht und Adenauer schimpft auf Willy Brandt. Das ist Springerpresse, es ist nicht eine sozialdemokratische Zeitung. So war es wirklich. Jetzt, 15 Jahre später, schickte Herr Kohl oder Herr Biedenkopf 12 oder 13 Autobusse voll junger Union nach Berlin zum Jahrestag dieses Ereignisses, drückte ihnen ein paar Fackeln in die Hand und meint, dies würde etwas nützen. Wir haben in der Tat verhandelt, seit Willy Brandt, seit Walter Scheel, seit Egon Bahr, den Sie eben erwähnt haben. Wir haben den Stacheldraht und den Schießbefehl und die Mauer nicht beseitigen können. Das ist wahr. Es ist in diesem Jahr zweimal geschossen worden auf dem Territorium der DDR. Aber wir haben in die Mauer viele Türen hineinbekommen. Wir haben Übergänge über den Stacheldraht erreicht. Seit den Verträgen, seit dem Sommer 72, die Sie alle abgelehnt haben, sind 61 Mal die Transitwege zwischen West-Berlin und der DDR benutzt worden. 15 Millionen Mal haben West-Berliner Bürger ihre Geschwister und ihre Eltern in Ost-Berlin und in der DDR besuchen können und nicht bloß einmal im Jahr gegen Passierschein. 9 Millionen Mal haben westdeutsche Bürger ihre Verwandten in der DDR besuchen können. Sogar Herr Kohl hat dies getan. Sie haben sich nicht bedankt für den Vertrag, der ihnen das ermöglicht, aber ich will das gar nicht verlangen. Sie wissen, wie viele Menschen drüben eine große Ermutigung davon erfahren haben, dass da sie selber, weil noch nicht im Rentenalter, nicht uns besuchen konnten, dass sie wenigstens von uns besucht wurden. Das sind viele hunderte Millionen Begegnungen zwischen Deutschen und Deutschen. Und nach meiner Meinung haben wir damit mehr geleistet für den Zusammenhang des deutschen Volkes in sich selbst als manche nationalistischen Redner am 17. Juni oder am 13. August. Nun sagt Herr Kohl, die Deutschlandpolitik müsse neu konzipiert werden. Ich frage mich und ich frage Sie, Herr Kohl, wie eigentlich? Was ist der Inhalt dieser Ihrer Ankündigung in Ihrem sogenannten Sofortprogramm? Sie sagen heute Abend Ja zur Entspannungspolitik, aber was bedeutet dann, dass Herr Strauß viele Male öffentlich gesagt hat, die Entspannungspolitik sei gescheitert? Und was bedeutet es, wenn der Richter Wallmann, Abgeordneter Ihrer Partei im Bundestag, öffentlich sagt, die Verträge seien unter Umständen gar nicht rechtsgültig? Aus alledem erkenne ich eine tiefe Unsicherheit, ein Reagieren aus dem Zorn heraus, und ich bin manchmal auch zornig, das kann ich hinzugeben, gegenüber Dingen, die da drüben passieren. Nur haben Herr Genscher und ich uns sehr gehütet, Deutschlandpolitik und Außenpolitik aus dem Zorn heraus zu treiben. Wir haben sehr sorgfältig darauf geachtet, unsere Politik in Übereinstimmung mit den Verträgen, die wir unterschrieben haben, die in Kraft getreten sind, aus ruhiger, kühler Vernunft herauszutreiben. Meine Frage an Sie, was bedeutet Neukonzeption der Deutschlandpolitik? Was bedeutet, die Entspannungspolitik sei gescheitert? Wie wollen Sie für eine neue Politik, die ich noch nicht erkennen kann, die Zustimmung der Franzosen, der Engländer, der Amerikaner und möglicherweise, wenn es sich um den Bereich Berlins handelt, brauchen wir ja auch die vierte Macht der Sowjetunion erreichen. Was in diesem Zusammenhang mit dem Schießbefehl über unsere Partei oder über meine politischen Freunde gesagt wurde, von mir will ich schon gar nicht reden, ich habe mich daran gewöhnt, das hat mit innerem Frieden überhaupt nichts zu tun. Und wissen Sie, wer dem äußeren Frieden dienen will, und dies ist ja ein Stück auch äußeres Friedens, der muss den inneren Frieden unseres Landes dienen. Und wenn der Kollege Schmidt von morgens bis abends in gröblichster Weise seine Pflicht verletzt gegenüber dem inneren Frieden, dann ist doch das unausbleiblich. Was soll denn das, was wir eben zu diesen Punkten gehört haben aus seinem Munde? Er sagt, ich sei doch drüben in der DDR gewesen, ich habe mich nicht bedankt
Warum muss ich mich bedanken, wie ich ein Recht als Bürger wahrnehme, Herr Kollege Schmidt? Was geht eigentlich in Ihrem Kopf vor? Was denken Sie sich eigentlich, wenn Sie solche Formulierungen... Ich denke, was ist das, Sie könnten was ist das für eine unglaubliche Sache, wenn Sie hier sagen, Herr Kohl, Sie sollten jetzt mal vor allem weniger dazwischenreden, sondern das mal abwarten. Was geht eigentlich in Ihrem Kopf vor? Wer sind Sie denn? Wer sind Sie denn eigentlich, dass Sie hier den Herrn Biedenkopf und mich fragen, wir hätten junge Leute nach Berlin geschickt mit Fackeln. Es ist ein Recht des Bürgers dieser Bundesrepublik, dass er nach Berlin fahren kann und dass er am Tag der Mauer demonstriert. Und ich wünsche mir, dass möglichst viele unserer Bundesbürger nach Berlin fahren und die Berliner das Gefühl haben, dass sie nicht abgehängt sind, sondern dass sie mitten im Leben unseres Volkes integriert sind. Und was soll das alles heißen, wenn Sie jetzt die uralte Sachen, die 100-mal widerlegt sind, mit Konrad Adenauer bringen? Wenn es Ihnen wahltaktisch in den Kram passt, dann stellen Sie sich zum 100. Geburtstag Konrad Adenauers hin und halten eine Rede auf ihn, als seien sie sein direkter Erbe und Nachfolger. Dass einem die Tränen kommen. Jetzt passt sie in den Kram, diesen großen alten Mann in den Dreck zu ziehen. Was anderes tun sie ja nicht in diesem Augenblick. Und dann ziehen sie also olle Kamellen hervor, von denen sie genau wissen, dass sie nicht stimmen. Dies ist überhaupt kein Stil und keine Form der Politik. Herr Genscher, wer vernünftig ist in diesem Lande, der sagt, er ist ein Patriot, und er will die deutsche Einheit erhalten, die Einheit unserer Nation, will die Spaltung überwinden, auch wenn es in der Generation oder Generationen bei einer realistischen Betrachtung der Welt dauern würde. Der muss sich doch darüber im Klaren sein, dass eine Politik geführt werden muss, die mehr Offenheit zwischen beiden Teilen Deutschlands auch bedingt. Das heißt auch die Chance für mehr Menschlichkeit. Das sind wir doch gar nicht auseinander. Ja, sind die Reisemöglichkeiten aber verehrter, mehr Offenheit? Herr Genscher, jetzt will ich Ihnen nur sagen, die Hoffnungen, die wurden doch nicht von Ihnen zur Person, die wurden doch von dieser Koalition geweckt. Franz Josef Strauß hat doch eben davon gesprochen. Mit dieser neuen Ostpolitik ist doch der Friede auf Erden ausgebrochen, wenn man das so hört. Wie hat das gesagt? Der Herr Brandt sagt, wir wollen einen Zustand erreichen, dem nicht mehr zurückgeschossen wird. Sofort ja, danach. Das wollen wir doch offenbar alle. Ja, natürlich wollen wir das. Aber Sie haben doch damals den Eindruck erweckt, vor der letzten Bundestagswahl, Sie und Ihre Freunde, Herr Schmidt, haben doch den Eindruck erweckt, dass der Friede unlösbar mit der Wahl für die SPD verbunden sei. So wie es jetzt wieder mit der Wahl Willy Brandt und ein Jahr später haben sie ihn gestürzt und der Friede ist überhaupt nicht gefährdet worden. Der Kollege Oswald sagt in der gleichen Debatte, nach einer Ratifizierung der Ostverträge wird der Schießbefehl an der Berliner Mauer nicht mehr praktiziert. Darüber gäbe es handfeste Informationen. Ich kann Ihnen noch ein Dutzend solcher Zitate bringen. Wir haben doch nicht diese Stimmung im Land erweckt, dass jetzt alles zum Besten sei. Und Herr Genscher, wenn Sie uns sagen, in den 20 Jahren, entschuldigen Sie, Sie haben doch auch einen entscheidenden Schritt gemacht. Einen Schritt, den immerhin Herr Brezhnev in seiner Rede vor dem Parteitag der KPdSU als den entscheidenden Erfolg der sowjetischen Entspannungspolitik unter drei Punkten genannt hat. Er sagte damals im Frühjahr dieses Jahres in Moskau, wichtigstes Ergebnis der Entspannungspolitik für die Sowjetunion sei, neben zwei anderen Punkten, die jetzt hier nicht interessieren, die internationale Anerkennung, die Aufnahme der UNO durch die der DDR, der beiden deutschen Staaten, erwartet sich natürlich vor allem auf die DDR bezogen. Daraus ergibt sich doch, dass wir da etwas geleistet haben. Und unsere Frage ist doch berechtigt, wo ist hier die Ausgewogenheit von Leistung und Gegenleistung? Und wir brauchen doch keine Diskussion zu führen über den Schießbefehl. Ich hoffe doch wenigstens noch bei aller Verblendung auch im Wahlkampf, dass das ein Grundanliegen aller deutschen Demokraten sein muss, dass der Schießbefehl wegkommt. Wollten Sie das bezweifeln jetzt? Nein, von Ihnen nicht, aber von Ihrem Nachbarn bezweifelt worden. Und wer natürlich... Das ist ja skandalös, was Sie hier sagen, Herr Minister. Ich kann Ihnen nur sagen, Fernsehspots verbreitet, Herr Genscher und ich und die Freien Demokraten und die Sozialdemokraten in den Verdacht bringt, wir wollten uns abfinden mit dem Schießbefehl. Wer hat denn diese Reklame gemacht? Wer im Wahlkampf sagt, wegen der Schwäche und dem Opportunismus von Kohl und Strauß, den Schießrufen entgegenzutreten, ist die Union für den Frieden und die Sicherheit in Deutschland und in Europa eine große Gefahr. Wer doch so spricht, der dient doch nicht dem inneren Frieden. Sie haben nicht ein einziges Zitat von 130 Versammlungen von mir dieser Art. Ich lehne dies ab, in dieser Form unter den Gürtel zu schlagen. Aber Sie sind eben ein Mann,
der offensichtlich gar nicht mehr bereit ist, das menschliche Miteinander unter führenden Repräsentanten der deutschen Politik zu üben. Das sind ja auch meine ganz persönlichen Erfahrungen, die ich in diesen letzten beiden Jahren mit Ihnen gemacht habe. Und ich kann Ihnen noch einmal sagen, es ist unerträglich, dass wir hier eine Diskussion durch Sie aufgezwungen bekommen zu dem Thema Schießbefehl mit einer völlig verkehren Marschrichtung. Kein Bürger dieses Landes, soweit er medizinisch normal ist, und das unterstelle ich für die riesige, riesige Mehrheit, wird in Betracht ziehen, dass wir eine Schießerei an der innerdeutschen Grenze anfangen. Kein Bürger. Und Sie haben nicht das Recht, das zu behaupten. Darum geht es. Ja. Sie sind sehr persönlich geworden zum Schluss. Ich glaube, wir haben 3,5 Stunden. Ich würde 2 Sätze gern sagen wollen. Ich muss mich dann auch noch melden. Ja. Dieses hier war ein bisschen zu viel, um dazu zu schweigen. Herr Genscher, Herr Schmidt. Ja, ich glaube, dass wir uns nicht bestreiten bedeuten, dass der Schießbefehl weg muss, dass wir alles in dieser Richtung tun wollen. Warum tun wir es denn dann? Herr Kollege Kohl, Sie haben von der Ausgewogenheit... Warum gibt es eigentlich einen Schießbefehl noch? Weil es drüben sich um ein System handelt, das nicht unsere Wertvorstellung hat. Und es liegt leider nicht in unserer Kraft. Und es hat früher, als wir zusammen regiert haben oder Sie allein regiert haben, auch nicht in Ihrer Kraft gelegen, aus Kommunisten, die dort an der Spitze sitzen, Demokraten zu machen. Wobei wir wissen, dass eine kleine Gruppe ist, die von der Sowjetunion an der Macht gehalten wird. Schießen die wegen der Wertvorstellungen? Die schießen, weil sie die Leute nicht weglaufen lassen wollen, die in der Freiheit leben wollen, Herr Kollege Strauß. Das brauchen Sie mir doch wohl nicht zu sagen. Ich hätte gerne, dass Ihr Mund noch gehört, das freut mich. Ja, haben Sie je bezweifelt, dass Nein, ich wollte Auffassung gerne habe? Hören von Ihnen. Ja. Schauen Sie, und nur zu einem Punkt, weil der immer wieder kommt mit der völkerrechtlichen oder internationalen Anerkennung. Sie wissen doch so gut wie ich, Herr Kollege Kohl, dass im Jahre 69 die internationale Anerkennung der DDR weltweit bevorstand. Sie kennen noch aus der Großen Koalition das Kambodschieren, ob man bei Kambodscha bleibt mit Beziehungen oder nicht. Es war höchste Zeit, dass wir uns damals einordnen in Spannungsprozess und unsere nationalen Interessen einbrachten. Und dann sagen Sie ein Wort zu Leistungen, Gegenleistungen zu Berlin. Da muss ich Ihnen eins sagen. Was uns heute manchmal das Problem der Einbeziehung Berlins in die Verträge so schwer macht, ist die Tatsache, dass in der Zeit, in der die CDU-CSU allein regiert hat, von 57 bis 61 4 Verträge mit der Sowjetunion geschlossen worden sind, bei denen man darauf verzichtet hat, West-Berlin einzubeziehen. Ja, war es damals gerade notwendig? Das war aber selbstverständlich. Der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes hat damals einem Bundestagsabgeordneten geschrieben, man hätte das versucht, aber die Sowjetunion hätte es abgelehnt und vor die Frage gestellt, ob man den Vertrag mit Berlin-Klausel oder ohne Stell oder ohne abschließt oder gar nicht abschließt, hätte man dann gesagt, dann wollen wir ihn lieber ohne abschließen. So sind damals Rechtspositionen aufgegeben worden. Ich sage das einfach nur, um diesen ganz allgemeinen Vorwurf, der im Wahlkampf immer wieder auftritt, von Ausgewogenheit der Leistungen entgegenzutreten. Ich sage Ihnen, solange ich Außenminister dieses Landes bin, wird kein Vertrag unterzeichnet werden, in dem West-Berlin nicht einbezogen ist. Herr Kohl, Sie sind in der Zeit ohnehin zurück und eine Bitte, ja, wenn es möglich ist, ich ohne so persönliche... Kurz, ja, ja, Entschuldigung, ich muss jetzt schon sagen, in der ganzen Sache war natürlich unglaubliche persönliche Herabsetzungen drin. Zunächst, ich bestreite Ihnen rund um das Recht. Angesehene Bürger, Mitbürger unseres Landes, wie Karl Carstens und Wilfried Hasselmann als gefährliche Menschen zu bezeichnen. Wenn Sie das Brandstifter und Ähnliches. Ich muss mich wirklich fragen, wenn Sie solche Ausdrücke verwenden, was in Ihrem Kopf vor sich geht. Entweder Sie halten die Zuschauer für so dumm, dass Sie das nicht merken, oder aber Sie wissen nicht mehr, was Sie sagen. Das ist wirklich die Konsequenz, die ich aus Ihren Äußerungen ziehen muss. Halten die Zuschauer zweitens, für klug. Zweitens. Die Zuschauer erkennen Ihre kaum mehr überbietbare Arroganz, da dürfen Sie ganz versichert sein. Zweitens, es ist unwahr, wenn Sie hier gesagt haben, dass mein Freund und Kollege Kurt Biedenkopf die Gewerkschaft in unverantwortlicher und unerträglicher Weise angegriffen hat. Kurt Biedenkopf hat ein klares Ja zur Notwendigkeit freier Gewerkschaften in unserem Lande gesagt, wie ich auch. Und er sagt, wie ich auch, dass jeder Verband, jede Gewerkschaft und jede Partei in der öffentlichen Kritik steht und dass sich niemand dieser Kritik entziehen kann. Das ist also absurd, wenn Sie das sagen. Und was Sie eben herstellen, und das, Herr Schmidt, ist das Skandalöse, kann man am besten an diesem Zitat ablesen.
Ich kann mich gut erinnern, das sagten Sie in diesen Tagen im Wahlkampf, an den August 39, wo jemand im Radio bekannt gab, seit heute Morgen 4.30 Uhr wird zurückgeschossen. Ich kann mich gut erinnern. Wir Deutsche haben zwei Weltkriege erlebt und unsere Nachbarn, fast alle unsere Nachbarn in Europa haben zwei Weltkriege erlebt. Wir wissen, was das bedeutet. Wir haben das Schießen satt. Wir wollen nicht mehr, dass geschossen wird. Und dann sagen Sie am gleichen Tag, in der gleichen Rede, dieses Erbe, sprechen Sie über die Sozialisten in der CDU, an Ihrer Stelle ist getreten das Erbe der Harzburger Front, das der Reaktion. Herr Schmidt, damit das ganz klar unter uns ist. Harzburger Front, das war die Vorbereitung des Nationalsozialismus. Das war Hugenberg. Das war die Vorbereitung des Nationalsozialismus. Das war der deutschnationale Hugenberg. Ich brauche wirklich Ihre Belehrung nicht. Hitler und Hugenberg. Richtig. Ich brauche Ihre geschichtliche Belehrung. Und ich bezog mich auf Hugenberg und damit auf den Professor Ich brauche Ihre geschichtliche Belehrung dabei. Überhaupt nicht. Wir haben doch das erfunden mit Freiheit. Ich brauche Ihre geschichtliche Belehrung dazu überhaupt nicht. Ich bestreite Ihnen nur weder das moralische noch ein sonst irgendwie geartetes Recht, dass Sie Bürger wie Franz Josef Strauß und mich, wir waren beide nicht Parteigenossen, unsere Familien waren beides nicht Nazi-Familien, dass Sie Bürger wie uns, ich selbst war noch ein Kind in jener Zeit, ich konnte gar kein Nazi sein, das war nicht meine Leistung, das war der Zustand meines Lebenswegs, in einer solchen Weise diffamieren. Seit Bestehen dieser Bundesrepublik gab es keinen Regierungschef, der mit der Ehre und mit dem selbstverständlichen Respekt und der Achtung und vor der Mensch, mit der menschlichen Substanz seiner Mitbewerber und Mitbürger so umgegangen ist wie Sie. Das muss ich Ihnen sagen. Und es ist ein Skandal, wie Sie in diesen letzten Wochen Wahlkampf geführt haben. Wie Sie den Respekt vor der einfachsten menschlichen Solidarität vermissen ließen. Wie Sie einfach gar nicht mehr merken, was in diesem Lande alles zerschlagen. Sie sagen jetzt in einem Zwischenruf, ohne darüber nachzudenken, ich meine, Herr Carstens, kennen Sie eigentlich den Lebensweg dieses Mannes? Sie haben in einer anderen Rede gesagt, er würde sehr viel mehr unter Schwarz-Weiß-Rot passen. Das ist auch eine Ihrer vielen Behauptungen. Wenn Sie seinen Lebensweg kennen würden, und wenn Sie ihn kennen, sagen Sie wieder besseres Wissen, hier die Unwahrheit. Ich unterstelle, dass Sie ihn nicht kennen. Das ist ein solcher Skandal, wenn Sie den Weg von Karl Carstens, dessen Vater im Ersten Weltkrieg gefallen ist, der ein Leben lang ein aufrechter deutscher Patriot war, der kein Nazi war, niemals, zu keiner Stunde. Wird ja auch nicht behauptet. Natürlich behaupten Sie doch. Ich behaupte, er sei ein Deutschnationaler, Herr Kohl. Ich kann Ihnen nur sagen, nein, das behaupten Aber Sie sicher. Nicht. Sie stellen einen Zusammenhang her, in dem Sie die CDU und CSU in die Nähe faschistischer Gesinnung treiben wollen. Und ich kann Ihnen nur sagen, diese Saat und dieses Erbe, das Sie hier hinterlassen, gehört zu dem Schlimmsten in Ihrer ganzen Regierungszeit. Es tut mir leid, dass ich in einer nächtlichen Stunde gegenüber einem amtierenden Regierungschef in diesem Ton und in diesem Inhalt reden muss. Aber ich muss Ihnen wirklich sagen, das Maß ist voll dessen, was Sie sich erlauben können. Und das hat keiner vor Ihnen getan. Ich habe ganz gewiss viele Differenzen mit Willy Brandt in der Politik gehabt. Und Sie haben mit anderen gehabt. Aber dieser Stil und diese Form des Umgangs ist undenkbar. Sie selbst kommen jetzt zum Thema Wahlkampfstil, das wir ja eigentlich aussparen wollten. Sie waren vorhin alle damit einverstanden. Ich bitte jetzt wirklich um zwei Wortmeldungen. Liegen noch vor, Herr Bundeskanzler. Ich bin ja vorher angesprochen worden. Ich würde dazu gerne etwas sagen dürfen, Herr Hübner. Ich unterstelle Ihnen keinen Faschismus, Herr Kohl. Ihnen nicht, Herrn Carstens nicht. Aber ich unterstelle Ihnen jene deutschnationale Gesinnung, wie sie von Alfred Hugenberg zur Zeit von Harzburg und in Harzburg vorgeführt worden ist mit dem Schlagwort, man muss für die Freiheit kämpfen und gegen die Sozialdemokraten. Sie haben dieses Harzburger Schlagwort übernommen. Wenn jemand den Wahlkampf verbittert hat, dann Sie mit Ihrer unverschämten Beleidigung, die Sozialisten seien Gegner der Freiheit. Sie sind die Verteidiger der Freiheit und die Sozialisten, die muss man bekämpfen, denn unter ihnen geht die Freiheit zum Teufel. Es haben Sozialdemokraten für die Freiheit gekämpft, Herr Kohl. Da gingen Sie noch zur Schule, da ging ich noch zur Schule. Es haben welche für Freiheit und Sozialismus gekämpft und sind ins KZ gegangen oder mussten emigrieren oder sind umgebracht worden. Diese verlogene Parole, es ginge entweder um Freiheit oder um Sozialismus, abgebildet auf dieser Parole Hammer und Sichel als Zeichen der Kommunisten. Die Verlogenheit, Kommunisten und Sozialdemokraten in einen Topf zu werfen in Deutschland, die fällt auf Sie zurück. Und Sie müssen sich nicht wundern. Ich war immer einer,
der auf grobe Keile auch grob zurückkeilt. Das wird auch in Zukunft so bleiben. Sie sind keiner, der grob zurückkeilt. Sie machen eine Politik der verbrannten Erde. Das ist was anderes. Sie hätten das nicht anfangen sollen. Ich habe meinen Wahlkampf Ende August begonnen. Und Sie haben Ihre Freiheit oder Sozialismus, Freiheit statt Sozialismus begonnen im Gefolge des Herrn Abgeordneten Strauß und seiner Sonthofener Rede. Herr Strauß. Ja, jetzt muss ich Ihnen leider einiges antworten. Ich habe ja noch anscheinend auch einen gewissen Rückstand. Ich möchte Ihnen unsere Position hier sehr deutlich sagen. Und in unserer Position ist Faschismus, Nationalsozialismus, Marxismus und Kommunismus nichts anderes als eine verfeindete Verwandtschaft derselben Familie. Als dieselben giftigen Sumpfpflanzen ein und desselben ungeistigen Nährbodens. Und wenn Ihr Parteivorsitzender, der eigentlich dann hier sitzen sollte, sagt, dass die Heimat der Marxisten in Deutschland die SPD, in der Bundesrepublik die SPD sei, dann liefern Sie uns ja damit geradezu den Anlass, hier einmal zu sagen, was ist denn der Unterschied zwischen sozialen Demokraten und der Unterschied zwischen marxistischen Sozialisten. Sie wissen doch ganz genau, Herr Schmidt, dass in Ihrer Partei es eine Fritz-Eller-Gesellschaft gibt, die ist doch nicht gegen Helmut Kohl und gegen mich gegründet worden. Die ist ja gegründet worden mit dem klaren Aufruf, man müsse den Vormarsch der Marxisten und Volksfrontfreunde in ihrer Partei stoppen. Die hat doch vor ihrem letzten Parteitag in Dortmund noch erklärt, auf die Dauer konsequent praktizierter Sozialismus könne auf die Dauer keine Freiheitsgarantie mehr geben. Und wenn Sie sich dagegen verwahren, dass Kommunisten und Sozialdemokraten in einen Topf geworfen werden. Liegt uns völlig ferne. Wir werfen nicht soziale Demokraten und Kommunisten in einen Topf. Ganz im Gegenteil. Sie waren dabei, als ich im Bundestag den Trennungsstrich sehr klar, begrifflich klar definiert habe. Aber wenn Sie sagen, man müsse einigen Leuten das Handwerk legen, warum legen denn Sie mit Herrn Brandt zusammen, Sie als der stellvertretende Vorsitzende mit Ihrem Vorsitzenden, nicht den demokratischen, in Anführungszeichen, Sozialisten in Ihrer Partei das Handwerk, die eine Rahmenrichtlinienpolitik in der Schulpolitik betreiben? Warum legen Sie nicht den Sozialdemokraten das Handwerk, die an den Hochschulen gemeinsame Listen mit den Kommunisten haben und Aktionsgemeinschaften? Warum legen Sie nicht den Sozialdemokraten das Handwerk, die mit den Kommunisten gemeinsam Aufrufe für Abrüstung und Frieden durchführen, rein kommunistische Initiativen, an denen Ihre Parteifreunde sich beteiligen? Warum legen Sie nicht den Professoren, die Mitglieder der SPD sind, das Handwerk, die in einem Aufruf der Bremer und Marburger Universität sich öffentlich zu einer Volksfront zwischen SPD, FDP und DKP bekannt haben? Ja, ich möchte mal wissen, wer muss denn wem das Handwerk legen? Sie haben jetzt lang genug geredet. Und glauben Sie denn, dass wir etwa Schul- und Zuchtmeister anderer Abgeordneter sind? Was haben denn Sie für eine Vorstellung von einer demokratischen Partei? Sie werden ja nicht einmal mit Ihren Kommunistenfreunden in Ihrer Partei fertig. Sie müssen sie mitschleppen. Was ist denn in München der Partei geschehen? Was hat denn Ihr Freund Preisinger geschrieben? Leider sind wir eine marxistische Klassenpartei geworden. Und da verlangen Sie von uns, dass wir Abgeordnete zensieren sollen wegen dieser oder wegen jener Äußerung. Herr Wittmann hat sie gar nicht gebracht, aber um das geht es jetzt gar nicht mehr. Ich möchte auch hier noch Ihnen sehr deutlich sagen, Sie sagen glatt die Unwahrheit. Und Sie sind so intelligent, dass Sie es nicht aus Dummheit tun können. Wenn Sie behaupten, ich hätte Sozialleistungen als Gratifikationen und Bonifikationen abgetan. Ich gehöre zu den Abgeordneten, die vom Februar 1948 an im Frankfurter Wirtschaftsrat im harten Kampf gegen ihre Freunde die Marktwirtschaft durchgesetzt haben, die damit die Grundlagen für unser soziales Leistungssystem überhaupt geschaffen haben. Ich gehöre zu denen, die die Einführung der dynamischen Altersrente damit ermöglicht haben. Und ich gehöre zu denen, die heute ernste Sorge darüber haben, dass unser Leistungssystem nicht mehr auf die Dauer tragfähig ist, wenn so weiter regiert wird. Ich rede nicht von Gratifikationen und Bonifikationen. Ich habe gesagt, die Grenzen unserer sozialen Belastbarkeit sind heute erreicht, weil unsere Wirtschaft mehr nicht trägt. Sie muss erst wieder produktiver werden, sie muss wieder dynamischer werden. Und ich habe gefordert, dass soziale Leistungen nur denen zugutekommen, die dafür auch ihre Beiträge bezahlt haben. Sie wissen doch ganz genau, was ich gemeint habe. Sie haben doch dieses eine Gesetz über die Rentnerkrankenversicherung wieder zurückgezogen, weil Sie ganz genau wissen, dass hier ein echter Skandal zutage tritt, dass hier Leute, die in ihrem Leben keinen Beitrag in die Ortskrankenkasse bezahlt haben, mit ein paar Mark Nachversicherung in der Rentenversicherung sich lebenslänglich und für ihre Frau eine kostenlose Heilbehandlung verschaffen können und so weiter. Kennen Sie denn die Börner-Studie?
Hatte nicht Ihr Generalsekretär Börner eine riesige Studie angefertigt, in der eine ganze Reihe von Sozialleistungen als überflüssig und zur Abschaffung vorgeschlagen hat? Ich bitte Sie bloß, hier nicht in der Weise zu verfahren, wie Sie jetzt angefangen haben, uns hier die Absicht zur sozialen Demontage oder zur unsozialen Einstellung etwa hier vorzuwerfen. Jetzt hört es aber hier wirklich auf. Sie mit Ihren Rundumhieben hier, mit denen Sie allmählich einen Kahlschlag erzielen. Manchmal habe ich ja wirklich also ernste Sorge über Ihren Zustand. So kann doch ein Bundeskanzler nicht verhalten, wie Sie sich hier aufführen. Und ich könnte noch mehr dazu sagen, aber die Zeit ist nicht mehr. Herr Genscher, das Schlusswort, das allerletzte Wort wird Herr Appel haben. Ich glaube, dass wir Ihr einen solchen Streit nicht in dieser Form fortführen sollen. Trotzdem muss ich Ihnen sagen, mich hat beleidigt, dass Sie, Herr Dr. Kohl, in Ihren Wahlreden davon gesprochen haben, wir seien die nützlichen Idioten der SPD. Mir haben das so viele Leute berichtet. Ja. Wenn Sie es zurücknehmen, ist sofort ein Ordnung. Entschuldigung, darf ich das in einem Satz sagen? Ich habe gesagt, für Sozialisten in der SPD, und ich bedauere das, diesen Satz wirklich in der Regelung hinzu, betrachten die Sozialisten der SPD, betrachten die FDP doch nur als nützliche Idioten. Das ist doch ein ganz anderer Text. Sie wissen, dass der Begriff nützliche Idioten... Das ist doch ein ganz anderer Text, Herr Genscher. Ja, gut, Sie haben ja etwas klargestellt. Ich will dazu ein Wort sagen. Der Begriff nützliche Idioten ist von Lenin erfunden worden für Leute, die Kommunisten unterstützen. Und ich denke, wir sollten nicht den Eindruck erwecken, dass die Freie Demokratische Partei eine Partei ist, die Kommunisten unterstützt. Vor mir liegt dann die Fotokopie eines Flugblattes, das unter der Überschrift Manfred Wörner hat das letzte Wort offensichtlich verteilt werden soll, 1.2. Oktober, also unmittelbar vor der Wahl. Und da heißt es, nur noch wenige Stunden, dann ist Deutschland frei. Ich möchte sagen, die Bundesrepublik Deutschland ist heute schon frei. Ich würde mir wünschen, dass der andere Teil unseres Vaterlandes so frei wäre. Wir haben die freieste Staats- und Gesellschaftsordnung unserer Geschichte. Das Flugblatt ist aber nicht verteilt worden. Ich sage, vor mir liegt die Fotokopie eines Flugblattes oder der Überschrift Manfred Wörner, das offensichtlich verteilt werden soll. Wenn Sie es jetzt zurückziehen, wäre es wirklich ein Gewinn. Lassen Sie mich ein letztes Wort sagen. Bei aller Unversöhnlichkeit, die hier deutlich wurde, sollten wir nicht vergessen, dass wir gemeinsam als demokratische Parteien für diesen Staat Verantwortung tragen. Ich will das letzte Wort nicht gebrauchen, um für meine Partei zu werben. Aber ich möchte es dazu gebrauchen, den Wählerinnen und Wählern zu sagen, dass sie auf jeden Fall ihr Wahlrecht als Wahlpflicht empfinden mögen, dass sie daran denken mögen, dass es in der DDR 17 Millionen Deutsche gibt, die gerne mal wählen würden am 3. Oktober, dass sie es an ihrer Stelle tun, dass sie sich für die demokratischen Parteien entscheiden, weil jede Stimme für eine demokratische Partei eine Absage an Kommunisten auf der Linken und Faschisten auf der Rechten.